Hagebuttene. Ja, Metal Leute, Servus und herzlich willkommen zurück bei der der Dings hier, der sag schon, wenn es gerade kommt. Hier, ja genau. Hagebuttene, genau, sowas. Ja, hatte ich mir doch notiert. Ist viel passiert mal wieder beim Dicken, wa? Man kann es sich wieder nicht ausdenken. Der ASB ist abgeriegelt. Jetzt hat unser fleischgewordener Nahrungsterminator jetzt sogar den scheiß Play-Button bekommen. Das ist... Ja, also... die Tür ist schon kaputt. Also, die kann man gar nicht mehr zubekommen. Also, das ist... Naja, sieht man ja wieder, mit was man es bei YouTube sehr weit bringen kann. Ist super Beispiel, vor allem für Leute halt, die halt wirklich Arbeitsaufwand und wirklich, Arbeit da reinstecken, die dann aber eben nicht 100.000 Abonnenten erreichen, sondern irgendwo bei, 50.000, 60.000 rumkrebsen. Und kann man nichts zu sagen. Das ist einfach nur mal wieder unglaublich lächerlich. Aber, die Indianer-Staffel ist ja leider auch schon wieder vorbei. War anscheinend tatsächlich nur sehr, sehr kurz. Und heute wollen wir uns jetzt mal die letzten Vlogs angucken. Die schmaßt er jetzt ja raus, wie nicht gescheit. Und wir fangen jetzt hier einfach mal ganz random an bei Vlog 54. Schauen wir doch mal. Ich kenne das jetzt alles nicht. Ja, bei mir hat der Arbeitspulli ein wenig verhindert, dass ich was machen konnte. Also ein wenig ist gut, komplett und überhaupt gar nicht. Daher hinke ich jetzt etwas hinterher, wie ein Einbeiniger beim 100-Meter-Lauf. Aber das macht nichts. Das hole ich wieder auf. Irgendwie. Naja, wir fangen jetzt einfach mal an. Und los geht's. Metal-Leute. Ja, Metal. Also, alles blau und unscharf. Also, wunderbar. Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Boah, ich bin heute echt erledigt. Ich habe 3 Videos gemacht dazu, an etlichen Skripten gearbeitet und einen Livestream gemacht von 2 Stunden oder so. Beeindruckend, Rainer. Das ist ja schon fast Arbeit, was du da machst. Das ist ja unglaublich. Also, Wahnsinn. Für diese Leistung müsste eigentlich schon wieder das Bundesverdienstkreuz an dich gehen. Und der Grimme-Preis. Also, das ist ja unglaublich. Wahnsinn. Was unser Homeoffice-Bettler da wieder hinklatscht. Hammer. Und da, nach dieser ganzen Arbeit muss man sich auch mal hinsetzen, das ist ja klar. Mal, ich schaue einfach nach. Jedenfalls ziemlich viel Zeug heute gewesen, ziemlich viel gemacht heute. Und bin auch ehrlich gesagt noch am Überlegen, ob ich noch ein bisschen länger streamen soll. Der Stream ging knapp 2 Stunden, ja. Bin tatsächlich noch am Überlegen, ob ich noch eine Stunde oder 2 Stunden an Stream dranhänge. Traust du dir das wirklich zu, noch eine weitere Stunde auf der durchgefurzten Zaren-Couch zu sitzen und nichts zu machen? Und dabei die Kamera laufen zu lassen, denn dadurch wird das Nichtstun zu harter körperlicher Arbeit, die dem Rainerle alles abverlangt. Ich meine, er muss jetzt sitzen, in eine bestimmte Richtung manchmal gucken und manchmal sogar
reden. Das ist schon, ja, doch schon harte Arbeit. Also, mal sehen, ob er sich dazu noch aufrafft. Man wird sehen. Obwohl ich eigentlich echt fertig bin. Aber ich würde eigentlich gerne weitermachen und würde gerne das Spiel noch beenden. Ja. Es ist nur für uns, schmeißt er jetzt den Stream vielleicht nochmal an, dass er das Spiel beendet, was ihm ja eigentlich Spaß macht, was er ja auch einfach so zu Ende spielen könnte, weil es genau richtig überhaupt niemanden juckt, ob er das jetzt zeigt, wie er das zu Ende spielt, oder er es selbst einfach für sich zu Ende spielt. Macht jetzt so gesehen keinen großen Unterschied, aber gut. Sobald wir dann natürlich dran teilhaben und er die Kamera laufen hat, während er ein Spiel zockt, ist das Arbeit und somit kein Vergnügen mehr. Also, denn er würde sonst nämlich gerne das Spiel zu Ende spielen, nur halt ohne Kamera. Also, die Kamera ist das, was arbeitet. Aber na, ist ja auch egal. Ach, Rainer, du hast dich schon hart. Ich denke, das mache ich auch jetzt dann gleich. Aber erst, wenn der Stream halt hochgeladen ist. Der Vlog, meine ich. Und ja, dann danke ich euch schon mal fürs Zuschauen. Hoffe, ich kann nicht mehr sprechen. Ich hoffe, ihr hattet heute auch alle einen guten Tag. Ich habe heute ein paar Sachen geschenkt bekommen. Unter anderem einen Schlauch für meine Dusche. Vielen Dank. Hausschuhe habe ich endlich wieder neue bekommen. Vielen Dank. Ich hoffe, das zweite Pärchen kommt auch noch an. Ich habe sie aber schon mal von der Liste genommen. Das zweite ist nur als so zusätzliches Pärchen, damit ich notfalls eins auf Reserve habe. Und darüber hinaus, ja, auf jeden Fall ziemlich cool. Wieder einen Haufen Süßkram bekommen. Verschenke ich einfach ein viel. Ja, das verschenkst du mal wieder, genau. Die leere Verpackung verschenkst du. Sonst wird da gar nichts verschenkt. Viel davon. Und ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Video-Stream wieder mit dabei. Vielleicht sehen wir uns ja nachher noch im Stream mit Brutal Legend. Haut rein, euer Drache und tschö tschö. Mad Love. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Stream-Video oder was auch immer wieder mit dabei. Liken, teilen. Was ist das denn jetzt hier? Ist das jetzt hier sein neuer in der Waldorfschule mit Macaroni zusammengeschustertes Outro oder was soll das jetzt sein? Oder ist das vom Spiegellord? Also, aber ich glaube, das ist original. Also, Spiegellord hat eigentlich höhere Qualität. Weil das ist ja, also, Mann, auch die PNG-Dateien, also, ja. Das hättest du mit der Bastelschere auch nicht besser ausgeschnitten bekommen in GIMP, aber gut. Und das ist jetzt anscheinend das. Okay, nee, ist schon gut. Also ein YouTuber mit 100.000 Abonnenten, ne? Dass die Qualität da, die sind alle so. Ist logisch. Ja. Abonnieren würde mich äußerst freuen. Ein kleiner Like, eine kleine Like-Erinnerung auf der rechten Seite und eine kleine Kommentarerinnerung auf der linken Seite. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid, aber bitte in Zukunft auch nur dann, wenn ihr auch wirklich Fans seid und so. Die negativen Kommentare könnt ihr euch kneifen. Und mich würde auch sehr freuen, wenn nur Leute meine Videos schauen, denen es auch gefällt. Ah, ich verstehe. Jetzt sitzt er da und sagt, liebe Leute, ich würde mich unglaublich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet und natürlich auch einen Kommentar da lassen würdet und natürlich den Like-Button mal wieder so richtig durchorgeln würdet. Aber natürlich Kommentare nicht negativ, selbstverständlich, und nur liebgesinnte Menschen sollen das anschauen. Die anderen bitte wegbleiben. Und genau, und mir bitte in meiner Echo-Filter, sonst was Kammer, nur liebe Kommentare hinmetteln. Also nur Rainer, du bist so toll. Also einfach super, was du hier machst und Hammer. Und wunderbar, einfach schön, dass es dich gibt. Wunder, wundervoll. Und ja, Leute, es macht auch nichts,
wenn es mal Leute gibt, die mich nicht mögen. Ne? Also ich selbst, ich finde mich so geil, das reicht für uns alle. Ja, aber gut. Oh Mann. Dann hoffe ich, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, euer Drache und haut rein. Übrigens ist das hier eine permanente Aussage, die als Endscreen am in Zukunft. Jetzt kriegst du wirklich die Tür nicht mehr zu. Die permanente Aussage bleibt jetzt beim Ende von jedem Video auch anscheinend auch noch mit drin, jedes Mal. Das heißt, wir werden jetzt jedes Mal das, was wir eben gehört haben, zu Gesicht bekommen. Inklusive der Aussage, dass das jetzt für immer permanent da bleiben wird. Hammer. Zukunft immer kommen wird. Für die Vlogs und vielleicht auch für andere Videos. Tschö. Ja, nee, das ist also wirklich. Gleich mal weitermachen hier. 55. So, Mädel, da sind wir wieder. Bei unserer sprechenden Haarbürste. So, Mädel, da sind wir wieder bei unserem sprechenden Wischmopp. Ja, was hat er denn heute wieder zu verkünden? So, Leute, ein herzliches Willkommen beim Drachen. Boah, heute habe ich echt lange gestreamt. Ja, heute haben wir fast 7 Stunden gestreamt. Dazu kommt jetzt noch das Video. Gestern habe ich auch 3-4 Videos gemacht und gestreamt habe ich auch noch. Momentan viel am Wuseln und Werkeln und Basteln. Warum muss er uns das eigentlich immer verkünden, was er denn alles so an harter Arbeit gemacht hat? Also, ist das etwa Geltungsdrang? Ist das etwa uns zu zeigen, wie ein hart arbeitender und für die Gesellschaft werkelnd und wuselnder Mensch er doch ist? Ja, man weiß es nicht, aber ja, das ist wirklich harte Arbeit. Auf jeden Fall. Basteln und arbeiten und tun und machen und keine Ahnung. Eine Sache vorab. Ich habe einige Sachen heute bekommen. Unter anderem den kleinen niedlichen Torodoro. Dankeschön. Wollte ich schon ewig als Kuscheltier haben. Dann habe ich mal spaßeshalber auf Amazon geguckt und den gibt es auf Amazon. Nice. Tja, da habe ich mal spaßeshalber auf Amazon geguckt und den gab es sogar. Den habe ich mir natürlich nicht selber gekauft, das lasse ich mir kaufen. Ja, Dankeschön. Jedenfalls habe ich den jetzt da und Dankeschön dafür. Und ich habe noch ein Spiel bekommen von der Switch, von der Wii U, Entschuldigung, von der Wii U. Und zwar das Mario 3. Ich bin zwar eigentlich kein großer Mario-Fan, aber... Ich habe mir das trotzdem kaufen lassen, auch wenn ich kein Mario-Fan bin. Aber das gab's bei Amazon und dann kann man ja nicht Nein sagen. Ist ja klar. Vielen Dank. Und dann habe ich auch noch das hier bekommen. Ein Schlauch. Wovon er wahrscheinlich auch kein Fan ist, aber auch das gab es bei Amazon. So ein Duschschlauch. Das kann man auch vielleicht mit seiner Wii U irgendwie kompatibel zusammenführen. Aber, naja, er mag das ja gar nicht, deswegen der. Nö, aber gab's auf Amazon, da kann man natürlich nicht widerstehen. Und das lässt man sich dann natürlich kaufen. Für den, wie sagt man, ein Schlauch für die Dusche. Sehr gut, war auf meiner Liste, habe ich auf jeden Fall brauchen können oder kann ich auf jeden Fall brauchen. Also ich stelle mir das immer so vor, dann hat er das Teil bekommen und dann wirft er das jetzt einfach so in die Dusche rein und dann ist es damit fertig. So, also ich stelle mir das immer so vor, so ach, jetzt habe ich hier den Schlauch, ja, wunderbar. Ja, den brauchte ich ja, ne, und hier, da ist meine Dusche, so, ja, und hopp, zack, fertig. Ja, dann gucke ich mal, ob ich vielleicht noch eine neue Dusche auf Amazon bekomme und dann läuft's hier. Aber richtig. Und ich habe noch bekommen zu der Sache mit dem Super Mario Maker oder Super Mario 3D World.
Ja, etwas, was ein bisschen komisch ist, da war nämlich, waren zwei Codes dabei, eine Nintendo Switch-Karte und eine Karte mit einem erweiterten Code, also einem Blatt Papier. Und beide Codes gehen nicht. Also entweder ist das ein Versehen gewesen oder Absicht, das weiß ich nicht. Wenn ich nach der E-Mail gehen darf, nach der Nachricht, die in dem Ding war, war es wahrscheinlich eher eine Verarsche. Jedenfalls gehen die beiden Codes nicht. Genau, und wollte ich euch auf jeden Fall nur mal Bescheid sagen. Und ansonsten... Ja, Rainer. Verarsche, ich weiß ja nicht. Also, eventuell ist es ja auch so, dass das Spiel, ich habe keine Ahnung von der Nintendo, Wii U, whatever, keine Ahnung. Habe ich mich nicht, kenne ich mich nicht mit aus, weiß ich nicht, ob man da jetzt einen Code braucht, um das Spiel zu aktivieren oder ob man das einfach reinstecken kann wie früher und dann läuft der Rubel. Weiß ich nicht. Aber. Kann ja auch sein, dass der das einfach geschickt hat und das ein gebrauchtes Spiel ist und der halt seine Wii U verkauft hat oder was weiß ich und sich gedacht hat, ach Mensch, die Almosen gebe ich jetzt doch noch zum Ruiner. Der freut sich ja dann. Man weiß es nicht. Oder wenn es jetzt so war, dass dir das jemand von der Liste gekauft hat, von der Amazon Wishlist und die Codes nicht funktionieren, die dabei die gelegen, getan, getunt sind, dann wird's interessant, weil das kann eigentlich nicht sein. Aber weiß ich nicht, vielleicht bist du auch nur zu blöd, die einzugeben. Ich wäre nicht verwundert. Werde ich jetzt mir was zu essen machen. Ich habe nämlich echt cool Dampf. Und dann danke ich euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Drache, haut rein. Tschö, tschö. Und danke fürs dabei sein. Verpiss dich, Alter! Ja, das. Ja. Okay, das war der doch sehr lange Vlog 55. Dann kommen wir wohl jetzt. Warte, nicht verraten. 56, genau. Da springen wir doch gleich mal hin. So, ich überlege mir momentan immer erstmal. Mann, das ist ja schon wieder ein scharfes Bild. Also so wüsste man jetzt wirklich nicht, wer er ist. Jetzt könnte auch George Clooney sein. Ja. Nee. Also so geht's. So ist okay. Metal natürlich. Gott, ist der Fokus heute scheiße. Metal, Leute, und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Ja, wenn man in einem dunklen Raum filmt, Rainer, dann ist der Fokus tatsächlich ziemlich scheiße. Das kann ich dir verraten. Also, naja. Ja, ich überlege mir immer, wie ich meine Vlogs in irgendeiner Form in die Legende hinbekomme. Da rennt eine Katze. Ja, dann mach's am besten nicht so wie jetzt. Dann, ja. Oder zumindest interessanter für euch, damit es sich auch lohnt, dass ihr euch das anschaut. Da ist noch eine Katze. Die hauen auch schon ab. Ja, man. Weil runter von meinem Grundstück. Die Katzen haben da natürlich nichts zu suchen. Ich meine, die holen sich da auch nur die letzten Essensreste, die er da aus dem Fenster orgelt. Aber sonst gibt es da ja nicht viel zu holen. Und womöglich die ganzen Ratten, die da jetzt mittlerweile rumrennen. Vermutlich. Aber ja. Ne, Markise ist mittlerweile auch im Eimer. Das Zeug wird mit der Zeit leider nicht besser. Egal. Wetter. Da ist wieder seine super Einstellung. Ja, das ist hier jetzt im. Im Arsch und ja, müsste man jetzt neu machen, aber. Das hat jetzt so lange gehalten, dann wird es jetzt auch noch. Die nächsten Jahre halten, ist mir auch egal. Kann man ja auf Amazon Wishlist packen. Und dann baut sich das. Oh Junge, von alleine wieder
Wie war das Wort noch gleich? Auf. Genau. Jawohl. Okay. Technisch schaut es halt ziemlich cool aus, also für mich cool. Regenwetter, es gewittert. Weiß nicht, ob man es gerade gehört hat. Es kann auch dein Magen sein, aber man hat was gehört, ja. Freue ich mich auf jeden Fall, dass es jetzt dann bald regnet. Und ich bin ein bisschen gaga im Kopf gerade, weil Oh, das gerade nimm mal weg. ich habe jetzt 5 Stunden. 5 Stunden? 5,5 Stunden Stream hinter mir. Davor habe ich noch mein Video bearbeitet und hochgeladen. Und das ist alles, was ich heute gemacht habe. Also ich bin um 11 auf. Wow, das ist also wirklich. Da können sich solche Lappen, die 40 Stunden die Woche wirklich arbeiten, also wirklich mal eine Scheibe abschneiden. Um 11 aufgestanden und dann 5 Stunden, ganze Stunden, das sind so viel wie 60 Minuten ungefähr. Das also muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen und das hintereinander. Ohne Pa also schon mit Pausen und auch mit auf Klo und eigentlich kaum wie immer Interaktion mit den Leuten, die zuschauen, und man sitzt eigentlich nur rum und guckt ihm beim Daddeln zu, aber 5 Stunden hintereinander, das ist also wirklich Hammer. Und danach sogar noch irgendwas, oder nee, davor sogar noch, also zwischen 11 und der anderen Uhrzeit, jetzt irgendwie auch noch irgendwas gemacht. Also, boah, und geatmet dabei auch noch. Also mehr kann man ja eigentlich gar nicht mehr verlangen. Also, das ist also wirklich beeindruckend. Gestanden, habe das Video gemacht, habe dann um 12 angefangen zu streamen. Ich habe noch nicht mal was gegessen. Was ist denn mit dem Fokus heute los? Fokus ist auch Ahader. Selbst der hat keinen Bock auf deine Fresse. Genau, habe heute noch nicht mal was gegessen. Und will mir jetzt dann gleich was zu essen machen. Ja, dann mach das doch auch und film dich hier nicht, wie du durch die Bude latscht. Also. Mal gucken dann, wie das Ganze weitergeht. Wie was weitergeht? Das Essen jetzt? Der Tag? Mein Arbeitszimmer. Ich habe ja mein Arbeitszimmer unten mittlerweile, seit ein paar Jahren. Was macht der da eigentlich? Jetzt ist er eben von unten irgendwo rausgelatscht, kurz in den Hof gezeigt, gucke mal, da sind Katzen. Dann ist er die Treppe hochgewongelt. Dann hat er da oben einmal eine Routine-Kontrollblickrunde gedreht und jetzt latscht er die Treppe wieder runter. Also, ja. Okay. Und hatte anfangs einen Schreibtisch, habe dann aufs Sofa umgesattelt, dann habe ich das Sofa umgestellt und bin ehrlich gesagt mittlerweile der Überzeugung, dass ich da definitiv gerne wieder einen Schreibtisch stehen hätte. Da ich derzeit aber keinen Schreibtisch habe und auch keinen Schreibtischstuhl, welcher übrigens auf der Amazon-Wunschliste eventuell ist, Das war jetzt wieder der berühmte Wink mit dem Zaunpfahl. Leute, ich habe keinen Schreibtisch. Das macht aber gar nichts, weil wenn ihr mich unterstützen wollt, ein Schreibtisch ist gerade zufällig reingerechnet auf meiner Amazon-Wishlist. Weiß auch nicht, wie das passiert ist, aber der ist da gerade. Und wenn ihr mal ganz ulkig lustig seid, dann kauft mir den noch einfach. Weil dann muss ich das nicht. Und das ist dann doch für alle viel schöner. Deswegen, genau. Dies und das. Und ja. Deswegen habe ich mir gedacht, ich könnte doch hergehen und könnte versuchen, mein Arbeitszimmer wieder ein bisschen umzugestalten, damit das Sofa rauskommt. Das ist mittlerweile nämlich durchgesessen, leider. Ach, das Zarensofa ist durchgesessen.
was in den letzten, ich sage mal, 14 Jahren von unserem Zentaurenarsch bewachsenen Pommespanzer diverse Arschbomben aushalten musste, gibt jetzt den Geist auf. Eigentlich müsste dieses Sofa einen Orden erhalten, dass es überhaupt so lange durchgemacht hat und nicht vorher schon, also aus dem letzten Loch pfeifend, das Handtuch geworfen hat. Also, ich glaube, jedes andere Möbelstück hätte schon nach 3 Tagen kapituliert. Dieses Sofa muss Federn aus Titan haben. Vielleicht sogar aus Platin, weil wer weiß. Also das geht eigentlich gar nicht. Aber gut, es lebt ja noch. Ja gut, es sitzt mittlerweile fast auf dem Boden, weil das Ding so eine Kuhle hat. Aber naja, das muss ja so. Das ist der Arschform anpassendes Möbelstück, das hängt dann irgendwann durch. Das muss auch so sein. Ist halt teureres Modell, so ein normaler, klappriger Holzstuhl. Der passt sich nicht der Arschform an. Da geht's andersrum. Der Arsch hängt dann auf beiden Seiten vom Stuhl runter und man sitzt dann zwar auch, aber das kann man natürlich nicht mit einem so hochmodernen Möbelstück vergleichen wie dem Zarensofa. Das ist ja nicht zumutbar. Und das ist aber auch schon ein altes Sofa. Also das Sofa habe ich jetzt seit ich 15 bin. Also es ist mein Sofa von Anfang an gewesen. Das habe ich seit ich 15 bin. Das habe ich von meinem Opa geschenkt bekommen, der es zwar nicht benutzt hat, aber in dessen Haus es auch schon bestimmt 15, 20 Jahre rumgestanden war. Also das Sofa ist mehr als... Wie darf ich mir das vorstellen? Also dieses Sofa hat ihm gehört, aber es wurde nie benutzt. Aber es stand halt im Haus rum. Aha. War er Möbelsammler oder was? Welchen Sinn hat das jetzt genau? Wenn ein Möbelstück 20 Jahre in einem Raum rumsteht, dann wird es ja wohl irgendwann mal benutzt worden sein. Also... Oder ist das hat er in einem Museum gewohnt oder was ist das? Also nur gucken, nicht anfassen und ach ja, der Reini, der kann es jetzt haben. Ich weiß ja nicht. Kommt mir sehr schwammig vor, aber gut. Naja. 30, 40 Jahre alt, vielleicht sogar 50 Jahre, vom Stil her könnt ihr das gut hinhauen. Das ist also aus den 50er, 60er Jahren. Ja, gut gerechnet, Rainer. Mensch, ohne Taschenrechner. Das kann gut hinhauen. Ja, das kommt tatsächlich gut hin. Also 2021 minus 50. Ah, kritisch sind wir leider bei den 70ern angekommen. Aber, die 50er nicht ganz. Also, ich gebe dir mal eine 2 plus. Der Wille war da. Nee, Quatsch, haut ihr gar nicht hin. Oh Mensch. Aus den 60ern, also aus den 70er, 80er Jahren könnte das... Ah, siehste. Ah. Na gut, siehste, deswegen 2 plus. Er hat's noch gemerkt. Sein, vielleicht. Oder vielleicht auch aus den 80er, 90ern. Ach, kritisch, Rainer, jetzt müssen wir noch eine Note Abzug bald geben. Also, so funktioniert's nicht in Mathe. Also, du kannst nicht sagen, 30... Minus 5 ist 20, 21. Kann aber auch 22, 23, 24, 25, 26, 27 sein. Also, ja, grob stimmt das schon, aber eben auch dann irgendwie wieder nicht. So, ne, ist ja, ist egal. Naja, ein Ergebnis stimmt schon. Also, das ist die, wie soll ich sagen, die Schrotflintenrechnung. Einer wird schon dabei sein. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Das Sofa ist auf jeden Fall... Jetzt hat er leider aufgegeben mit Rechnen. Ja, dann ist es wieder 6 Sätzen, das tut mir leid. Auf jeden Fall alt genug, dass es ruhig durch sein darf. Aber das heißt halt leider auch, dass ich einen richtigen Schreibtisch wieder brauche. Beziehungsweise, dass ich mir einen richtigen Schreibtisch zulegen möchte. Ich könnte natürlich auch ein Sofa besorgen, um mich auf...
Kannst du mir jetzt mal den logischen Zusammenhang erklären zwischen mein Sofa ist im Arsch und ich brauche jetzt einen Schreibtisch? Was ist das denn wieder für eine Logik? Das wäre jetzt so, als wenn ich hier mein Tisch geht kaputt und dann kaufe ich mir zum Ausgleich eine neue Kaffeemaschine. Aufs Sofa setzen, weiterhin, aber ich finde es für die Streams unangebracht, und da ich momentan ja viel streame und auch viele Videos mache, ist es irgendwie unangebracht, wenn ich da mich so hinsetze. Deswegen möchte ich das anderweitig machen. Und ich werde jetzt einfach meinen ganz normalen Esstisch von der Küche, den ich ja aktuell sowieso im Arbeitszimmer stehen habe, einfach dann da hinstellen und werde einfach über den dann in Zukunft meine Sachen machen. Und ja, mal gucken. Zum Thema Wunschliste möchte ich zum Abschluss jetzt vom Video noch was sagen. Und zwar, ich habe mir eine weitere Wunschliste zugelegt. Weil ich habe ja schon mal gesagt, dass ich meine Wunschliste ein bisschen sortieren möchte. Und ich habe jetzt, um die Hater noch ein bisschen zu triggern, aber auch weil ich es gebrauchen kann aufgrund von finanziellen Situationen, die momentan bei mir schwierig sind. Ich verdiene zwar momentan relativ gut, aber das Problem ist natürlich, dass ich aufgrund von den ganzen Schulden, die ich im Laufe der Jahre gemacht habe, die ich jetzt mittlerweile abstotter, natürlich kaum was machen kann, weil ich einen Monat nur einen bestimmten Betrag von meinem Konto abheben kann und alles andere fließt automatisch in die Schulden. Also nochmal mit zum Mitlesen, weil er zu blöd ist, sein Leben richtig zu führen und keine Schulden anzuhäufen, beziehungsweise weil er damals zu blöd war. Jetzt ist er natürlich hier free und independent und macht seinen eigenen Shit und verdient natürlich auch eine Stange Geld, ne? Da können wir nur von träumen, was der da so im Monat zusammenhamstert. Aber nichtsdestotrotz, weil er halt in der Vergangenheit bissi blöd war und finanziell das jetzt eigentlich super bei ihm aussieht, aber eben irgendwie nicht, müssen wir ihm jetzt den ganzen Scheiß kaufen, weil ja, kann man ja verstehen. Also. Zumindest einen Teil von den Schulden, und das ist gut, weil natürlich dadurch auf jeden Fall ein großer Batzen immer bezahlt wird. Aber das ist natürlich nachteilhaft, weil ich zum Teil halt Probleme habe mit meinem Lebensunterhalt zum Teil. Deswegen habe ich mir auf die Wunschliste mal wieder was zu essen gepackt und auch was zu trinken. Süßigkeiten jetzt nicht, aber es ist auch nicht nötig, braucht man ja nicht fürs Leben. Wer mich also unterstützen möchte, einfach mal auf die Amazon-Wunschliste gehen. Da seht ihr an der Seite dann einmal Draches Liste, Essen und Draches Liste hört sich irgendwie an wie Schindlers Liste, ne? Also Essensliste. Ja, Winklers Liste würde sich so anhören. Ist ja auch egal, aber weiter. Also es gibt eine Essensliste, es gibt die Drachenliste, da sind verschiedene Sachen drauf, Werkzeuge und so weiter. Und dann noch eine Manga-Liste und Filmeliste. Die Filme. Die Scheibenliste und die Fensterliste und die neue Markisenliste. Alles dabei. Alles ist dabei. Das kann, also das ist echt, also ja. Und er erwartet jetzt, dass ihm das Leute kaufen. Weil, ja, warum eigentlich? Ach ja, hier, wegen Ding. Und der Sache da mit dem einen da, dem Ding. Und dies und das. Und so ähnlich. Naja, muss man nicht verstehen, ist aber so. Habe ich jetzt noch nicht wirklich bestückt, weil da aktuell nichts dabei ist, was ich irgendwie draufhauen möchte. Das ist nur für den Fall des Falles. Beziehungsweise ich hatte eigentlich vor, ich hatte eigentlich vor, etwas draufzupacken, aber das hat nicht hingehauen, weil es auf Amazon nicht gibt, und deswegen ist die Liste jetzt da, aber keine Sachen, die drauf sind. Gut, ich hoffe, das war es erstmal soweit. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bei mir ist schon wieder Hater-Auflauf, wie es aussieht. Haut rein, bis dahin. Hater-Auflauf, ist das was Neues von Maggi? Das klingt ja lecker. Also, da musst du mal das Rezept zeigen, Rainer. Euer Drache und tschüss. So, okay. Vlog 56 abgehakt. Schauen wir mal, was es noch so Schönes gibt. Ich kann mich jetzt ja bedienen an dem ganzen Gedöns. So, Mädel, jetzt sind wir hier bei Von wegen Lüge. Ja. Fängt ähnlich qualitativ hochwertig anscheinend schon wieder an wie die anderen Vlogs.
Metal-Leute, Servus und ein herzliches Willkommen. Ja, liebe Zuschauer, Sie sehen, ja, das ist, ja, nee, mir fällt da eigentlich auch jetzt nichts zu ein. Also es ist einfach nur noch, oh, nee. Einen wunderschönen Tag, mehr oder weniger. Wir haben jetzt 11.18 Uhr, ich bin erst aufgestanden. Super, Rainer, das wollte ich jetzt gerade unbedingt wissen. Das, also, Mensch, ich weiß, ich hätte gar nicht gewusst, wie ich ohne diese Information jetzt über meinen Tag kommen soll. Also wirklich danke, das hat mir geholfen jetzt. Ja, ich bin erst aufgestanden. Was soll's. Trotzdem werde ich mich heute meiner Arbeit wieder widmen. Ich werde heute wieder ähnlich streamen wie gestern. Von der Zeit her weiß ich nicht, ob ich es genauso schaffe wie gestern. Von der Länge her. Aber ich werde auf jeden Fall wieder mehrere Stunden heute streamen. Werde heute das Video hier raushauen und meinen Vlog. Das hier ist noch nicht der Vlog. Ich wollte aber heute mal kurz mit einer Sache aufräumen, die mir langsam aber sicher tierisch auf den Zeiger geht. Und zwar geht es um die Sache an meinem Arm. Ja? Und mit der Verletzung. Zugegeben, sie ist nicht so tief, wie ich anfangs gedacht habe. Ich sehe überhaupt nichts. Das ist wieder mal unscharf. Na, wenn man da erstmal angegriffen wird und verletzt ist, dann kriegt man erstmal einen Schreck. Vor allem, sie ist halt wirklich ganz knapp neben meiner Hauptschlagader. Ja, der Ratscher ist ganz knapp neben der Hauptschlagader. Der könnte auch jetzt am kleinen Zeh unten sein. Und dann wird er auch behaupten, ganz knapp neben der Halsschlagader oder was weiß ich was wo. Also, es ist also gewesen vom Arm oder von der Hand. Ja. Und bei solchen Sachen kann halt sehr schnell was passieren, ne? Also unabhängig von allem anderen. Aber es heißt immer, und auch Al-Blali behauptet, ich hätte gelogen und. Ich weiß nicht, wer noch alles. Ich habe gesehen, dass auch Unge drauf reagiert hat, aber ich glaube, ich weiß nicht, was er gesagt hat, keine Ahnung. Ich habe mir das Video nicht angeschaut, weil ich dann ehrlich gesagt, mir ist schon der Hut hochgegangen, weil ich das mit Al-Blali gesehen habe. Ja, dann kannst du da auch nichts zu sagen, wenn du es nicht gesehen hast. Und ich möchte jetzt keinen Streit vom Zaun brechen, anders als zum Beispiel Al-Blali, wie es aussieht, der schon wieder Stress machen. Also Leute, ich will keinen Stress machen, aber Al-Blali, du Sternchen, 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 du kannst jetzt hier aber dir mal dein Fett aber richtig abholen hier, also. Aber ich will ja keinen Streit machen, nein, nein, ich bin ja der Pazifisten-Lord, das wisst ihr ja. Friede, Freude, Eierkuchen, alles super hier und ja. Will. Es wird behauptet, dass ich gelogen habe, von wegen, Das wäre so gesehen jetzt erstmal überhaupt nichts Neues, aber das Thema ist halt immer was anderes. Warte mal kurz. Es wird behauptet, dass ich gelogen habe, von wegen, dass ich mit der, dass ich mir das irgendwo am Zaun geholt habe. Ich habe euch einen Ausschnitt mitgebracht, nochmal von dem... Oh, ein Ausschnitt? Boah. Also ich sehe nicht so viel, dein Kinn hängt dir da so auf die Brust runter. Sonst würde man was vom Ausschnitt sehen. Aber gut, vielleicht meinst du auch Aufschnitt, so schön Frischkäse, das ist auch was Schönes. Ja. Im Video, wo ich euch nochmal genau zeige, wie man sieht, dass ich den Arm hebe und man sieht, dass ich die Platte wegdrücke mit dem Arm. Also ich weiß nicht, wie man drauf kommen kann, dass ich ausgerechnet da an meinem Zaun mich gerissen habe. Erstens mal... Weil das in den meisten Videos der Fall ist und du dann da durch den Zaun durchpeitscht und dabei natürlich an den Maschen hängen bleibst, weil das die Maschung vom Zaun halt nicht ausgelegt ist für in etwa LKW-große Unterarme, die da durchstoßen wollen. Kenne ich meinen Zaun? Ach, du kennst deinen Zaun, na, dann ist ja gut. Also wenn ihr euch da schon abgesprochen habt, mal schön zusammen ausgehen wart und einen Spaziergang gemeinsam gemacht habt, mal schön euch ausgetauscht habt, bisschen geknutscht, aber mehr war ja nie mit dem Zaun. Und nein, nein, es ist schön, dass du deinen Zaun kennst. Das freut mich. Und weiß, wo der Stacheldraht ist und greift natürlich nicht dahin, wo der Stacheldraht ist. Und zweitens, warum sollte ich mir sowas selbst antun? Weil auch irgendjemand behauptet, er hat sich selber angetan, damit er irgendwie besser dasteht. Voller Bullshit. Das war ja nur der Fall bei dem Böller, wo dir auf einmal dein ganzes Ohr weggefetzt ist.
Das hast du dir bestimmt nicht selber angetan. Nein, 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 nein. Also, das wäre ja ganz weit hergeholt. Da bist du auch komischerweise gar nicht mehr drauf eingegangen. Naja. Das war so eine absolut asoziale Aktion mit 15, 20, 30 Leuten. Da muss ich mich nicht noch besser hinstellen. Da stehe ich besser da, zumal ich keinen Schritt zurückgewichen bin von den Idioten, obwohl die hier meinen ganzen Zaun fast eingerissen haben. Wobei man dazu sagen muss, dass einige coole Kommentare dabei waren, wie Drache ist Hodor und hält das Tor oder so. Oder das könnte das Tor zur Hölle bewachen oder so. Oder das könnte die Pforte zur Hölle bewachen, das Tor. Und so weiter und so fort. Genau, das waren ganz coole und ganz witzige Die Aussagen. waren wieder gut, immer denen, wo ich gut dastehe. Das sind immer gute Kommentare. Ne? Aber diese anderen da, nee, das muss ja nicht sein. Ne? Die lässt doch mal schön bleiben, aber also, bei der Beweihräucherung, da könnte er natürlich, ja, da kann natürlich nur das Gute stehen. Ne? Das ist ja klar. Da möchte ich nichts Schlechtes lesen. Nein, nein. Also gerne weiter. Das freut mich. Aber trotzdem, es ist wirklich so, dass ich das total für den Arsch finde, dass die Leute sich die ganze Zeit darüber aufregen, was ich alles, wie ich alles, wo ich alles gemacht habe, angeblich. Das ist definitiv kein Fake, es ist definitiv keine Verarsche oder sonst was. Es ist so, wie es ist. Und das, was da passiert ist, ist, dass die da meinen Zaun kaputt gemacht haben und die Platte auf mich geworfen haben, die größer ist, als ich es bin. Also, Entschuldigung, aber also das kannst du dir doch einfach wirklich nicht mehr ausdenken. Jetzt ist die Platte schon größer als er. Was zeigst du uns denn da gleich für ein Video? Schmeißen die da ein Scheunentor auf dich, oder? Was ist das für eine Platte? Die muss ja schon wirklich groß sein, damit die größer als du bist. Als wie du sein tust, so. Also, beeindruckend, Rainer. Bin ja sehr gespannt, was du uns da gleich präsentieren möchtest. In deinem Ausschnitt oder auf deinem Aufschnitt. Weiß ich nicht. Ja, und ich habe die mit dem Arm abgewehrt und das sieht man auch. Und jetzt. Das sieht man auch hier, diesen ganz kleinen, winzigen, 3 cm langen Ratscher, den man sich auch mal eben kurz mit dem Fingernagel da so auf dem Arm machen kann. Und dann ist er hier. Da, Leute, schaut, schaut, schaut. Kriegsverletzung. Zeige ich euch hier noch den Ausschnitt. Dann werde ich das Ja, da machst du auch endlich und sabbel nicht mal die ganze Zeit. Video bearbeiten und hochladen. Und anschließend, ich habe es übrigens ein bisschen bearbeitet, das Video, damit es ein bisschen heller ist, damit man es ein bisschen besser. Ja, du Kasperle, du hast gerade die Lampe angemacht und dadurch ist das Video heller. Das ist jetzt nicht bearbeitet, das ist jetzt manuell Licht angemacht. High-Quality-Shit. Also Wahnsinn. Wirklich. Erkennt. Ich habe es gezoomt, damit man es auch besser erkennt. Werde vielleicht noch ein bisschen was drüber gucken, mal gucken. Ich habe gestern Abend noch mit den Effekten ein bisschen rumgespielt, aber dann war ich dann zu müde, um das Video zu machen. Und deswegen, oder heute früh besser gesagt. Und dann werde ich jetzt schauen, dass ich das aushaue. Dann könnt ihr euch das nochmal genau anschauen. Ich habe es auch verlangsamt. Also man sieht ganz genau, wie ich den Arm hebe und die Platte abwehre und den Arm sinken lasse. Müsst ihr mal darauf achten. Und wenn ihr nicht auf mich achtet. Und dann sieht man genau, wie ich danach einmal schön noch einen in die Buchse feuer und wie mir dann ein bisschen schlecht wird. Aber das sieht man alles. Alles drauf. Auch wie die ganzen Vögel vom Himmel fallen. Alles zu sehen. Ja? Und wenn ihr reinzoomt in dieses Meisterwerk, dann könnt ihr sogar die Ameisen sehen, die da Hügel bauen auf meinem Hof. Und das dürfen die nicht, die habe ich auch schon angezeigt, weil das ist ja mein Hof und nicht den von dem Ameisen tun da sein. Ne, die Dings da. Das dürfen die natürlich nicht. Ist ja klar. Da ist im Hintergrund ein Schatten. Man könnte auf den Schatten auch achten. Das sieht man auch, wie ich die Hand hebe. Das sieht man sogar die Hand einzeln. Und man sieht auch, wie ich mit der Hand so nach hinten gehe und die Platte dann so abgewehrt wird. Also es ist völliger Schwachsinn zu behaupten, dass ich da lüge. Da ist wirklich so viel Schreckliches passiert an dem Abend. Oder besser gesagt in der Früh. Das war ja früh um 3. Das war so viel Schreckliches. Warum soll ich da noch irgendwelche Sachen dazu erfinden? Damit es noch schrecklicher ist und du noch geiler dastehst und eine noch fettere Story zu erzielen hast, damit natürlich noch mehr Aufmerksamkeit da drauf geht. Deswegen machst du ja auch gerade ein Video darüber, damit du halt ein paar mehr Klicks dadurch generierst und die Leute dann natürlich gerade dann denken, boah, das muss ja richtig krass gewesen sein, haben sie da
ein paar Handgranaten auf die Schanze geschmissen und die hat er dann abgewehrt. Eine hat er kaputt gebissen in der Luft und unglaublich. Das, also Wahnsinn. Ach ja, und dann der Ratscher hier, wo hier die, wo er noch gerade so diese eine Wasserstoffbombe abwehren konnte und die ist dann abgeprallt und hat die ganze, ja, nebenan das Dorf ist dann dadurch hochgeflogen. Aber das macht ja nichts. Die Schanze steht. Darauf kommt's an. Das war dumm genug von den Hatern. Aber das ist wieder dieses typische Verhalten von Leuten, weil es immer heißt, ich lüge. Ja, ich habe schon gelogen in der Vergangenheit, aber die meisten Sachen, die mir vorgeworfen werden, dass ich lüge, die sind keine Ach Lügen. so, das macht wieder voll Sinn, diese Aussage. Leute, ihr wisst, ich lüge, aber das meiste, was ich erzähle, das ist gar keine Lüge. Also ja, ich lüge schon dann des Öfteren mal, aber da habe ich ja in der Vergangenheit gelogen. Und wenn ich jetzt, also jetzt lüge ich ja gerade nicht. Und in der Zukunft habe ich ja noch nicht gelogen. So, das heißt, ich habe ja nur damals gelogen, weil das war ja dann gestern und letzten Dienstag und davor den Mittwoch meine ich auch noch und damals im Januar und ist ja auch egal, aber in der Zukunft habe ich noch nicht gelogen. Da war ich ja noch nicht. So. In etwa. Waren es noch nie. Es sind Lügen der Hater, die behaupten, dass ich lüge, obwohl das nicht der Fall ist. Zum Beispiel die Sache mit dem Kampfsport. Ja, ich mache das seit zig Jahren nicht mehr. Aber ich habe das trotzdem 6 Jahre in der Schulzeit gemacht. Das war damals halt so ein bisschen in und ein bisschen modern und viele machten das und so weiter. Und ich wollte mich selbst verteidigen können, was ich dann auch konnte und so weiter. Aber ich bin mittlerweile von meiner Statur her und von meinem körperlichen her nicht mehr so in der Lage, wie ich das mal war. Aber ich habe das trotzdem mal gemacht. Ich habe ja nicht immer so ausgesehen, wie ich heute aussehe. Und andere Sachen genauso. Also es werden so viele Sachen über mich erzählt, dass ich lüge und lüge und lüge und lüge. Jetzt hat auch irgendein Kritiker über mich geredet. Ein Kritiker, Mensch, was von der Zeitung oder was war da? Also das ist ja ein Kritiker. Mensch, kein Hater, so ein Kritiker. Ist das jetzt schon Next Level oder was ist das? Also hat er genügend Erfahrungspunkte gesammelt, dass er jetzt aufgestiegen ist zum Kritiker. Wow. Eigentlich wollte ich das ignorieren, weil halt immer behauptet wird, ich lüge, aber obwohl es überhaupt nicht stimmt. Du hast eben selber gesagt, dass du dann doch des Öfteren lügst und jetzt auf einmal wieder nicht. Also, Rainer gibt da diesen tollen Spruch, naja, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Aber ist ja auch egal, den ist ja auch gelogen, der Spruch. Wer anderen eine Grube gräbt, braucht ein Grubengrabgerät oder so ähnlich. Ist ja auch egal. Ich meine, weder Alblali kennt mich privat, noch dieser komische Kritiker, noch Unge, noch wer alles dabei war. Ich war an diesem Tag vor Ort. Ich habe das Tor gehalten. Ich habe dieses, hab dem Hater aufs Maul gehauen, dem einen, durch den Zaun. Aha, er hat doch durch den Zaun gepeitscht. Dann kann es ja doch sein, dass der Kratzer davon kam. Na, man weiß es nicht. Ja, Rainer. Man muss sich erst kennenlernen, mit dir geschlafen haben, 30 Jahre mit dir in einem Haus gewohnt haben und dann kann man dich. Naja, kann man sagen, dass man dich kennt. Okay. Und da war an der Stelle, wo ich durchgeschlagen habe, ist kein Stacheldraht gewesen. Außerdem habe ich mit der rechten Faust zugeschlagen, nicht mit der linken. Und ja, da war einfach gar nichts. Das ist kein Stacheldraht. Keine Stacheldrahtverletzung. War es nie. Die sehen ja auch anders aus. Das ist kompletter Bullshit. Man sieht es auf jeden Fall auf der Aufnahme, die ich euch jetzt noch einspiele. Und dann danke ich euch fürs Zuschauen. Hoffe bis zum nächsten Mal. Ich werde auch noch eine Audio-Voice machen, dann seht ihr nochmal genau, was ich meine. Haut rein, euer Drache und tschö, tschö. Ach, und behauptet bitte immer, dass ich lüge, obwohl es überhaupt nicht stimmt. Wenn ihr nicht dabei wart oder wenn ihr es nicht wirklich wisst, dann hört doch einfach auf, immer Lügen zu verbreiten über mich. Weil die meisten Lügen kommen von den Hatern. Und die werden dann durch euch Und immer der Rest kommt von mir. So. noch weiter verbreitet. Ciao. So, der Ausschnitt ist hier ganz kurz, deswegen schaut mal genau hin. Ich halt, und ich wiederhole ihn euch ein paar Mal. Ich habe meine Hand hochgenommen, habe das Blech mit der Hand abgewehrt und das Blech ist zur Seite weggefallen, weil vorher ist es direkt auf mich zugekommen. Okay, ich gucke mir das jetzt ganz genau an. Schwierig zu sagen ist nur, was ist jetzt Schatten und was ist Blech?
Also hier oben ist ja ein Blechteil, dann haben wir hier schon den Schatten von dem Ding. Nur so leicht Und zack. abgeschrägt. Also es hätte mich nicht Da frontal klatscht es getroffen, zum runter. Glück. Aber es ist definitiv leicht angeschrägt auf mich zugekommen und hätte mich voll erwischt am Hals oder am Kopf, wenn ich das nicht mit der Hand ab. Und dieses Ding ist jetzt größer wie er tun gesein. Das liegt jetzt hier unten und wir können ungefähr erahnen von der Größe her, wenn man das jetzt mal nimmt, ist vielleicht geht ihm vom Fuß. Knie hat er nicht mehr, aber da, wo mal ein Oberschenkel war, da geht es hin. Also wir sagen jetzt mal, ja, 60 cm, 70 cm ungefähr. Aber so groß wie er, ja, natürlich. Gewährt hätte. Und dabei ist es mir über die Hand geschrammt und hat sich dann hat mir dann eben die Verletzung an der Hand besch oder hat am Handgelenk beschert. Ich verstehe nicht, wie jemand behaupten kann, ich kann nicht nachvollziehen, wie jemand behaupten kann, dass das nur gefaked ist und dass ich da irgendwo drüber gelogen habe. Aber man kennt das Ganze ja. Naja, man sieht sie auf jeden Fall deutlich. Ich habe es jetzt euch ein paar Mal wiederholt. Wer dann immer noch behauptet, dass ich mich am Zaun gerissen hätte, obwohl ich meinen Zaun besser kenne als jeder Hater, der weiß nicht, hat keine Augen im Kopf, was weiß ich. Super. Metlauf, Ach, da ist er wieder mit seiner High-Quality-Shit-Outro-Gedöns-Video-Anhängsel-Kram. Ja, gut. So viel dazu. Wir machen jetzt aber mal den nächsten Vlog und gucken, was für ein ulkiges Zeug noch alles kommt. Ja, Mädel, das sind wir bei der 57. 7, ganz wichtig. Ja. Dann wollen wir doch mal hören, was er uns diesmal zu verkünden hat. Eine Minute hat er Zeit. Die Zeit läuft. Metal-Lore, Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Ja, es ist inzwischen 21:15 Uhr. Ich muss zugeben, ich habe den Vlog anfangs total vergessen und jetzt habe ich gerade etwa 5 Minuten bis 10 Minuten überlegt, ob ich ihn überhaupt raushauen soll heute. Viel zu sagen ist nicht. Es gab nicht viel zu sagen oder viel zu erledigen heute. Ich habe heute gestreamt, 5 Stunden lang. Orient Will of the Wisps gezockt, ansonsten. Was? Nochmal bitte. Sagen ist nicht. Es gab nicht viel zu sagen oder viel zu erledigen heute. Ich habe heute gestreamt, 5 Stunden lang. Orient Will of the Wisps gezockt. Ach so, ja, sag das doch gleich. Ori und S Ah ja. Nee, ist angekommen. Alles klar. Wunderbar. Ansonsten war ich dann draußen im Garten und im Hof, habe da ein bisschen was gemacht und das war's eigentlich. Rainer, pass mal auf. So wie du arbeitest, möchte ich mal Urlaub machen. Also das kannst du dir echt nicht ausdenken. Habe ein bisschen am Tor was gebastelt, hier ein bisschen was gemacht, da ein bisschen was gemacht. Als angefangen hat zu regnen, bin ich reingegangen. Ja, und Mensch, krass. Das ist echt. Boah. Ach Mensch, das. Ja. jetzt bin ich drinnen und schaue einen. Mensch, Rainer, ey, das ist. Wow, als es geregnet hat. Achso, Entschuldigung. So, das reicht erstmal wieder für ein paar Wörter. Okay, als es geregnet hat, bin ich, ja, das noch, reingegangen. Und jetzt, bin ich, drin. Genau. Ja. War sonst so was? Nee, eigentlich nicht, nein. Und jetzt hier drin ist nicht mehr draußen. Also man kann
Wenn man drin ist, kann man nach außen schauen. Dann ist ja eigentlich quasi, wenn man jetzt keine Fenster hat, das auch draußen irgendwie, weil wenn ich jetzt beim Fenster stehe, habe ich ja keine Dings hier, ist ja auch egal, Ding zwischen mir und draußen. Genau. Neuen Anime auf Netflix. Yasuke, habe ich aber gerade erst angefangen und habe gerade exakt circa 1 Minute 13 gesehen. Also nichts. Tja, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Drache, und haut rein. Schönes Wochenende euch allen. Damit müsst ihr wenigstens klarkommen. Ja, also das ist Qualität, wie man sie sich wünscht. Hammer! Also, wäre der Sack Reis in China ein Video, ich wüsste wohl, wie der Titel wäre. Gehen wir einfach zum nächsten. Dann hält's ja echt nicht mehr aus. Ja, und da sind wir auch schon wieder bei Vlog 58, wer hätte das gedacht. Ja. Schauen wir mal. Metal-Leute, Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Der Vlog von gestern ist ausgefallen, weil ich es mal wieder total verkackt habe, dann noch einen Vlog zu machen. Ich wollte unbedingt noch einen machen, weil ich ja vorgestern schon ausfallen habe lassen. Jetzt habe ich ihn gestern auch ausfallen lassen, deswegen mache ich ihn jetzt heute noch vor 12. Wir haben jetzt 11.31 Uhr. Ich bin seit 9.30 Uhr wach, also seit 2 Stunden. Super gerechnet, also da hätte ich jetzt im Kopf erstmal so schnell dies nicht geschafft. Aber gut. Und bin momentan viel am Hin und Her überlegen, am Machen und am Tun, keine Ahnung. Man muss jetzt echt mal schauen. Also ich arbeite momentan noch an einem Plan für die nächsten Monate, ach, beziehungsweise guck, fürs nächste halbe Jahr, ja, was mein Haus betrifft. Und ich arbeite am Abonnenten-Special. Ich arbeite momentan fast jeden Tag mit meinen Vlogs mehrere Stunden, wie ihr schon mitgekriegt habt. Ja, mehrere Stunden mit den Vlogs arbeitet er, damit er in mehreren Stunden genau 2 Minuten 39, also ein bisschen weniger, Material zusammenkratzen kann, was er uns dann präsentieren kann. Also für diese Videos braucht man schon mehrere Stunden, bis das alles so läuft, wie man das haben möchte. Und natürlich keine Verwackler mit der Kamera dabei sind und alles immer scharf und im Fokus ist. Nein, das ist schon qualitativ. Da geht eigentlich nichts mehr. Deswegen macht er das ja auch so ewig, die Vorbereitung und Skript schreiben fürs Vlog-Ding. Nee, das ist also wirklich Respekt, das kann nicht jeder. Dürftet. Auch heute habe ich eigentlich noch vor zu streamen, das wird aber wahrscheinlich auch erst auf Abend zu passieren, mal gucken. Ja, und abgesehen davon arbeite ich, wie gesagt, momentan an meinen ganzen Geschichten, Büchern, Gerichten und alles. Gerichten? Ach, jetzt kommt auch noch Rainer Scheffe. Rainero Winklero, Versagen in der Küche in 3 Akten. Das kann ja was werden. Nein, Geschichten, wollte ich sagen. Also an meinen ganzen Büchern, Geschichten und alles. Und da habe ich momentan viel zu tun. Ganz stark, Rainer, an deinen... Wie drücke ich das jetzt mal aus? Schmuddelgeschichten am Schreiben. Ja. Wo mit dem Pensi in der Hand geschrieben wird und deswegen auch wirklich das Allerbeste rauskommt. Tiefgreifende Geschichten mit absolut starken Charakteren, mit so fabelhaft inszenierten Charakterzügen, wo selbst Stephen King von Neid erblassen würde, wenn er auch nur im Ansatz so genial schreiben könnte. Aber ja. Ich arbeite jetzt außerdem an dem neuen Song für das Abonnenten-Special. Ich habe übrigens jetzt eine Absage. Momentan habe ich eine feste Absage bereits bekommen. Von wem spielt keine Rolle? Melde ich auch hier jetzt nicht extra groß anblabbern.
Ach so, ja, dann habe ich auch einige Absagen bekommen. Ja, von der einen da und von dem und ja, ihr kennt die alle, aber ich sag das jetzt hier nicht. Na, ich habe eine Absage bekommen und ja, aber ich kenne die. Ich kenne die und ich habe mit denen Kontakt und ich habe eine Absage bekommen. Genau. Und na, damit ihr das wisst, ne? Alles klar. Aber ich habe auf jeden Fall schon eine Absage bekommen von den Leuten, die ich gerne für mein Ding bekommen habe. Und hier ein herzliches Dankeschön an die Person, die. Danke, Leute. Danke, dass ihr mich abgesagt habt. Das war die, glaube ich, beste Entscheidung in eurem Leben. Na, also danke nochmal und frohe Pfingsten und ja. Aber wenn nochmal ist, also ne, ich habe ja, wenn er so nett wärt, vielleicht könnt ihr mich ja nochmal absagen. Das würde mir viel bedeuten und danke. Danke, danke. Die mir abgesagt hat, die weiß Bescheid. Das ist nämlich, also vorausgesetzt, das ist natürlich echt gewesen, das muss man immer dazu sagen. Aber ich finde es super, dass man da zumindest eine Absage sagt, damit die Person nicht ewig und 3 Tage darauf wartet, dass überhaupt was kommt. Weil auf die Art und Weise weiß ich schon mal, eine Person kann ich auf jeden Fall von der Liste streichen. Und es das bedeutet, dass ich zumindest ein kleines bisschen vorarbeiten kann in die Richtung. Genau. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und wir sehen uns hoffentlich heute Abend im Stream und heute Abend in meinen Videos. Bis dahin, euer Drache, haut rein und tschö tschö. Ja. Nee. Also ich. Nee. Also komm, nächster. Und da sind wir. Vlog 59. So, Metal-Leute, Servus und ein herzliches Willkommen Oh, diesmal im Stehen, Mensch. beim Drachen. Hä, in welchem Zimmer bin ich heute? Ich stehe im Türrahmen. Ist gut, ne? Ja, den sieht man nämlich gar nicht, obwohl der relativ breit ist sogar, aber ja, das ist ja. Folgendes. Ich werde jetzt gleich mich darum kümmern, das Arbeitszimmer hier herzurichten. Im Moment sieht es so aus. Ach du Scheiße. Ui. Ui, 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 ui. Das, also, als wäre ein Mülllaster explodiert, aber gut. Ja, das Arbeitszimmer. Nee. Kann man erahnen. Ziemlich viel Müll hat sich angesammelt, Ja, nö, nein, gar nicht, weil ne. ich einfach. Was da rumsteht. Wichstücher sehe ich. Und diverse Süßigkeiten. Ganze Eimer voller Süßigkeiten. Zu faul war es zu machen. Ja, ich habe jetzt Netflix ein bisschen geschaut. Da hinten noch ein bisschen, hier überall alles dreckig. Ah, mit der Wichspappe da auch noch, ey. Ich hoffe, ihr habt nicht gefrühstückt hier jetzt neben dem Video oder sonst irgendwas Nahrungstechnisches zu euch genommen. Das würde sich jetzt, glaube ich, auf alle möglichen Dinge ergießen. Und ja, köstlich. Ja, das präsentiert man dann im Internet. Das ist ja klar. Die Öffentlichkeit, die soll das natürlich sehen, was man da so für Schmuddeleien auf dem Sofa treibt. Genau. Genau. Jetzt hat sich beim Rumdrehen doch gleich der Bildschirm zugeklappt. Egal. Also, das Ganze sieht jetzt wie folgt aus. Ich werde das heute noch machen. Entweder ich hau heute Abend noch ein Video raus oder zeige morgen im Vlog, wie es dann jetzt aussieht. Das hier ist der Esszimmertisch aus der Küche von früher. Oder der Esstisch halt von der Küche aus von früher. Ja, haben wir verstanden. Den habe ich vor, vorübergehend als Schreibtisch zu benutzen, da ich derzeit keinen Schreibtisch habe. Auf meiner Wunschliste ist derzeit ein Schreibtischstuhl, weil ich einen vernünftigen Stuhl brauche, weil ich momentan bloß so einen Holzstuhl habe. Muss ich gucken, wie ich mir das in Angriff nehme. Entweder es ist jemand oder es sind ein paar Leute so gnädig, dass jetzt. Ja, genau. Muss ich gucken, wie ich das in Angriff nehme? Mit anderen Worten, kauf mir das bitte, damit ich hier wieder einen Stuhl habe oder irgendwas Vernünftiges. Also, unglaublich. Sammeln und mir den schenken. Oder ich schaue, dass ich mir den im kommenden Monat selbst irgendwie organisieren kann. Kommenden Monat, ey, also es ist unglaublich, echt. Braucht einen Stuhl, ist darauf angewiesen, dass ihm den Leute schenken.
Ja. Nee, aber er ist ja das höchste Wesen, ne? Und überhaupt und so. Also, das ist ja, von dem 31-Jährigen kann man das auch nicht erwarten, dass der sich selbst einen Stuhl kaufen kann. Also. Also, es ist echt. Also, nee. Mir fällt da nichts mehr zu. Nee, komm. Genau. Und die Wände bleiben erstmal so mit den ganzen Postern. Ja, ist auch besser so, sonst würde man noch sehen, wie die sonst da drunter aussehen, die Wände. So, bisschen heller machen. Der Greenscreen bleibt natürlich auch an der Stelle. Und es wird so laufen, dass ich dann mich mit dem Schreibtisch hier vor den Greenscreen setze. Also mit dem Tisch. Und dann in Zukunft da streame. Das Sofa werde ich vermutlich an die Seite schieben, wo jetzt der Tisch steht. Ja, und warum mache ich das? Also zählt das jetzt alles? Ganz einfach. Ja, das würde ich jetzt auch gerne mal wissen. Weil ich eigentlich vorhatte, heute noch zu streamen. Und ich werde gerne noch streamen, sollte ich es zeitlich noch hinbekommen. Da wir jetzt aber 15:24 Uhr haben und ich nicht weiß, wie lange ich brauche, ich werde wohl mindestens 1,5–2 Stunden brauchen, würde es wohl zwischen 18 und 19 Uhr, bis ich fertig bin. So, da ich heute vermutlich keine stundenlangen Streams machen kann, weil ich halt heute den ganzen Tag anderweitig damit beschäftigt bin, ich habe schon ein bisschen was aufgeräumt, hier schon ein bisschen was gemacht, Küche ein bisschen was gemacht, im Gang ein bisschen was gemacht. Ich habe in der nächsten Zeit viel vor. Ich habe ja heute früh schon im Stream gesagt, oder heute Vormittag, dass ich halt viel mache. Ich will den Gang noch komplett von den Postern hier befreien und die Wände noch komplett verputzen, tapezieren. Oh Mann, ey. Da siehst du halt wieder, dass er sich wieder viel zu viel vornimmt. Und dann natürlich wieder gnadenlos dran scheitert an dem, was er sich vorgenommen hat. Und dann bleibt es halt alles so, wie es ist, weil er halt dann wieder dran gescheitert ist. Und dann eben, boah, passt, bleibt so, stimmt schon so, das muss dahin, das passt. Ich habe vor... Endlich geht die Lampe hier wieder. Ich habe vor, hier die Wand einen Durchbruch zu machen. Da war nämlich mal eine Tür. Ach, guck mal. Ein altes Bild von der Schanze. Mai ist das schön. Dann haben wir hier genau das Schanzenhauptgebäude heutzutage. Wie ordentlich das da mal. Also das sieht ja richtig ordentlich mal aus. Kann man einem gut erahnen. Das sieht noch sehr glänzend aus, richtig. War anscheinend mal weiß, die Fassade, der Putz. Also so hat es mal ausgesehen. Richtig schön. Das sieht man auch, ne? Hier an der Wand und oben, da war mal ursprünglich eine Tür, die hier durchgegangen ist. Da konnte man durchgehen. Auf der anderen Seite. Mensch, Rainer, durch Türen konnte man durchgehen. Mensch, also das ist. Also, was man heute wieder lernt hier, das ist wirklich Wahnsinn. Ich bin sonst immer gegen die Tür gelaufen, Mann. Das öffnet mir jetzt echt die Augen. Hammer. Das ist das Schlafzimmer. Und das habe ich schon lange vor, mal zu machen. Du willst da wieder ein Loch in der Wand machen, damit es nicht so weit ist, falls du mal Mullenbesuch hast, ins Schlafzimmer zu kommen. Hammer Idee. Super. Das werde ich jetzt also demnächst mal in Angriff nehmen, innerhalb der nächsten Monate. Der nächsten Monate, Jahre, irgendwann dann den Dienstag da. Im Idealfall eigentlich noch diesen, also jetzt den kommenden Monat. Wir haben ja jetzt schon fast Anfang Juli haben wir jetzt dann. Genau, und da sind noch viele andere Sachen auf der Liste. Also am Ende soll der Gang komplett verputzt sein, tapeziert sein, beziehungsweise wahrscheinlich streiche ich ihn. Wird genau gar nichts passieren. Da hinten der Durchbruch durch die Tür ins Schlafzimmer und das Arbeitszimmer. Das will ich auf jeden Fall jetzt in Angriff nehmen. Und vielleicht auch noch das Schlafzimmer, denn auch das Schlafzimmer sieht ein bisschen arg aus. Genau, aber ansonsten... Wenn der schon sagt, das sieht... Nee, aus. Dann kann es ja nur super sein. Zimmer zeige ich jetzt mal noch nicht. Auch weil hier irgendwelche Sachen rumliegen, die hier mit Jugendsachen... Ja, das habe ich mir schon gedacht. Und so, das hat hier nichts zu suchen. Also Jugendschutz und so. Egal. Ja, und das war es eigentlich erstmal soweit von mir. Wie gesagt, ich hau den Stream heute früher raus. Ich zeige euch jetzt nicht in diesem Stream, wie das Zimmer danach aussieht. Obwohl, theoretisch gesehen könnte ich es machen. Okay, machen wir es so. Passt auf, ich hatte jetzt eigentlich vor, das Video direkt zu bearbeiten, hochzuladen und dann anschließend anzufangen mit dem Aufräumen. Jetzt mache ich es stattdessen so. Ich werde jetzt nicht zeigen, wie ich das alles mache. Das ist jetzt Bullshit. Aber ich mache das jetzt so, dass ich das alles mache.
ich mache das jetzt so, wie ich das alles mache. Geil. Und sobald ich dann fertig bin damit, zeige ich euch nochmal, wie das Zimmer aussieht und dann kümmere ich mich darum, dass wir streamen. Ich hoffe, dass das alles hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Genau, ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen, hoffe, ihr seid im nächsten Stream wieder mit dabei. Ach ja, und die Kabel an der Decke und so weiter werden wohl erstmal so bleiben, auch das Kabel, wahrscheinlich auch die Ecke da hinten wird wahrscheinlich erstmal noch so bleiben, das kommt darauf an, wie weit ich dann komme. Der kleine Tisch hier wird rausgeworfen. Genau, dann danke ich euch fürs Zuschauen und vielleicht sehen wir uns dann gleich nochmal, ansonsten sehen wir uns im nächsten Stream, im nächsten Video meine ich. Und Stream, wie gesagt, kann sein, dass heute ausfällt oder dass er wirklich nur eine halbe Stunde geht oder eine Stunde. Das sehen wir dann, wie es heute Abend aussieht, weil ich kann unter der Woche zwar lange streamen, aber das macht natürlich keinen Sinn für die Leute, die zuschauen möchten, aber halt morgen Schule oder Arbeit haben. Dann danke ich euch fürs Zuschauen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Für Leute, die halt wirklich arbeiten und so, ne, und was zu tun haben. Drache, tschüss. So, bisschen nass bin ich jetzt, weil ich mich jetzt gerade immer ein bisschen erfrischt. Weil du wahrscheinlich aufgestanden bist und dich wieder hingesetzt hast. Ich hab noch, und natürlich habe ich auch geschwitzt, ja, ich bin jetzt soweit fertig. Natürlich muss ich jetzt noch ein bisschen zusammenräumen und alles. Aber jetzt sieht es aktuell so aus. Wartet mal kurz, ich muss das mal kurz ausmachen hier. So, jetzt sieht es aktuell so aus. Ich habe da jetzt nicht wirklich was weitergemacht. Ja. Natürlich sieht es da jetzt noch ein bisschen aus. Ja, nee, nee. Jetzt hat er einfach den ganzen Plunder genommen, der eben auf dem Boden lag und hat es jetzt auf alle umliegenden Möbel drauf geknallt. Also... ja, gut. Wahnsinn. Wie soll man sich jetzt auf dieses Sofa da setzen? Nur mal so gefragt. Oder ach, na. Das Sofa steht jetzt da. Ja. Mal schauen, ob das funktioniert, weil der Ofen ist im Moment ein bisschen verschoben. Das sieht man auch am Rohr. Das liegt jetzt daran, dass ich den ein bisschen umstellen musste, weil ich den kleinen Tisch rausgetan habe. Besser gesagt, die zwei kleinen Tische. Was hat er denn da Schönes? Da steht eine kleine Flasche Meditonsin. Also hat er wahrscheinlich Halsauer gehabt. Ja, die gute alte Jahrmilch, die kennt man ja. Was ist das? Deine Sonnenbrille, Kneifzange, Aschenbecher, dann diese komischen, was man eigentlich nur von irgendwelchen, naja, Schreibtischleuten kennt, die dann da so ein Ding auf dem Tisch haben, womit man sich richtig schön die Zeit wegprokrastinieren kann. Und den lustigen Murmeln zugucken kann, wie sie sich gegenseitig wegöbbeln. Aber ja, und dann hat er da noch irgendein Gewürz. Und das war's. Wahnsinn. Der stand, der anstatt das hier vorher war. Was? Hallo! Und ja. Jedenfalls habe ich das jetzt alles so weiter mal sauber gemacht und alles. Der Boden ist gekehrt. Der Boden ist gekehrt, alles unter die Möbel drunter. Natürlich ist da immer noch weiß, das müsste ich mal wischen. Aber das lasse ich. Aber das kriege ich hin. Der Tisch knarzt. Das geht mir jetzt schon auf die Nerven. Okay, ich sitze jetzt auf jeden Fall erstmal hier. Der Tisch knarzt? Okay. Sitzt du jetzt auf dem Tisch oder auf diesem komischen Holzstuhl? Weil wenn der Stuhl knarzt, kann ich es verstehen. Wenn der Tisch knarzt, hast du eher was anderes gemacht, was sich so anhört, als würde etwas knarzen. Habe jetzt eine höhere Position, für den Greenscreen wahrscheinlich besser. Das heißt, ich kann... Für den Greenscreen wahrscheinlich besser. Wie ich mich jetzt entsinnen kann, hast du den in den letzten, was weiß ich, wie vielen Wochen... warte, ich zähle das mal eben einmal ab an den... Ach ja, genau. Kein einziges Mal verwendet. In Zukunft hoffentlich Streams machen mit Greenscreen. Darüber hinaus, wie gesagt, das Sofa muss ich noch abräumen, ein paar Sachen hier muss ich noch machen, ein bisschen da noch was machen. Aber ich denke, das sieht jetzt erst einmal ein bisschen besser aus. Die Schränke da drüben werde ich vermutlich stehen lassen. Der Ofen kommt auf jeden Fall für den Sommer über raus. Dann habe ich nämlich den Platz, dass ich da durchlaufen kann. Im Sommer brauche ich den ja nicht. Ob ich den im Winter wieder reinmache, muss ich mir überlegen. Falls nicht, muss ich mir überlegen, wie ich im Sommer heize. Ich habe da aber eben eigentlich schon... Im Sommer brauche ich den ja nicht. Ob ich den im Winter wieder reinmache, muss ich mir überlegen. Falls nicht, muss ich mir überlegen...
Ah, okay. Hat er nacheditiert das eine Wort, ob er den im Sommer wieder reinholt? Nein, im Winter natürlich, weil auch bei ihm ist angekommen, im Sommer ist warm, im Winter ist kalt. Die Deutsche Bahn kann sich das bis heute noch nicht merken, aber naja. Wie ich im Sommer heize. Ich habe da aber eigentlich schon eine Idee. Wie dem auch sei, jedenfalls erst einmal soweit fertig. War mal wieder ein etwas besserer Vlog. Ich schwitze wie ein Schwein, obwohl der Ventilator hier volle Pulle läuft. Der Nachteil ist jetzt, dadurch, dass ich jetzt hier sitze und höher bin als vorher. Vorher hat mich der Ventilator voll erwischt, auch im Gesicht und so. Jetzt erwischt er mich nur noch bis hier ungefähr oder vielleicht sogar bloß bis hier. Ja, pass auf, Mensch, das ist ja fast deine Halsschlagader. Da kannst du dran verrecken. Ich meine, so ein Luftschnitt, also da, das ist gefährlich. Weil ich halt jetzt höher sitze, was ein bisschen nachteilhaft ist. Vorher war das richtig angenehm. Aber ich kann ihn ja ein bisschen höher stellen. Vielleicht stelle ich ihn einfach auf einen falschen Bierkasten. Ja, auf einen falschen Bierkasten, auf einen umgedrehten Bierkasten. Mal gucken. Irgendwas fällt mir schon ein. Ja, ansonsten bin ich, wie gesagt, erstmal so weit durch. Ich werde mir jetzt noch einen Kaffee machen, werde noch ein bisschen entspannen. Wir haben jetzt 17:43 Uhr. Vielleicht mache ich noch ein bisschen was zusammen, weil wir jetzt auf jeden Fall erstmal den Vlog schneiden, damit ich fertig werde. Und dann werde ich vielleicht noch direkt streamen. Vielleicht dann sogar mein Facecam. Kommt darauf an. Rasieren sollte ich mich heute Abend auf jeden Fall auch noch. Und ich habe ja gestern schon gesagt, dass ich mich, also im Stream habe ich gestern gesagt, dass ich die Haare etwa hier schneiden möchte, dass ich nur in der Mitte das stehen habe. Weil ehrlich gesagt, ich glaube, ich habe links und rechts einfach ein bisschen viel stehen gelassen. Ja, gefällt mir so auf jeden Fall noch nicht. Muss ich noch ein bisschen dran arbeiten. Da kommt hier noch ein Stückchen weg und hier auch noch ein Stückchen weg. Und Ja. dann sollte das erstmal wieder passen. Dann wird ordentlich geduscht und dann bin ich hoffentlich auch erstmal soweit fertig für heute. Die Seiten muss ich auch noch nachschneiden. Die wachsen so unfassbar schnell, ne? Das ist so übel. Okay. Ja, ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Gebt mir ein Like, wenn es euch gefallen hat. Schaut nochmal in die anderen Vlogs rein, wenn ihr Bock drauf habt. Schaut gerne in den Stream vorbei. Normalerweise machen wir ja Streams nur für Mitglieder, die schreiben können. Einfach aufgrund der ganzen Hater. Und selbst da sind dann oft genug Idioten dabei, die Scheiße bauen. Genau. Ja, rotz erstmal in die Wohnung, dann wächst vielleicht was. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis zum nächsten Mal, euer Drache, haut rein und tschö, tschö. Wahnsinn. Super. Also, ja, das Zimmer sieht jetzt besser aus. Für Blinde ohne Geruchssinn. Naja, ist ja auch egal. Ich glaube, den 60. Vlog hängen wir eben noch an. Bis gleich. Ja, Metal ist schon wieder zur blauen Stunde hier beim Rainer. Oh mein Gott, Leute, es ist 23:37 Uhr und ich habe wieder mal vergessen, den Kackstream zu machen. Also heute ist mal. Das ist wirklich Wahnsinn. So fängt man ein Video an. Boah, boah, Leute, das ist jetzt, warte, hier, 23, 93, 14, 8, 6, 7, Banane, Ding hier. 13 Grad sind in meiner Unterbuchse und, ja, nee, also das, ja, ich habe wieder irgendwie was vergessen, glaube ich, oder weiß ich auch nicht. Ja. So, wo bin ich nochmal? Ja, hier, ja, genau, den Dings drin. Ja. Ja. Das war. Nee, das war nix. Nee, genau. Nee, nee. Wieder so ein Tag, wo ich wieder alles vergesse. Aber ich habe jetzt auch lange mit meinen Leuten im Discord gequatscht. Das war wieder mal so ein Hin und Her und ich habe auch noch ein bisschen an YouTube gearbeitet. War ein bisschen beknackt. Also ich habe hier ein paar Sachen geändert, die in den nächsten Tagen an den Start gehen. Ich habe einen neuen Drachi-Rang erstellt. Drachi Level 2 nennt sich der. Ich muss mal gucken, ob das mit den Vorteilen alles so abgeht. Der wird dann an den Start gehen, kostet dann 10 Euro.
Ich habe eigentlich versucht, die Vorteile zu verändern, dass es weniger sind und dass es nur noch einen Rang oder zwei Ränge gibt. Jetzt habe ich noch einen neuen Rang hinzugefügt. Ja, es ist momentan halt so, dass es wirklich sich einfach jeder aussuchen kann, welche Art von Rang er zahlen möchte, so, um mich zu unterstützen und meine Streams zu unterstützen. Gut, was soll's, ist jetzt halt so, muss ja keiner kaufen, ne? Es ist ja für jeden, man muss sich ja keiner holen, es ist ja für jeden selbst. So, und da es jetzt aber wirklich 23.28 Uhr ist und der Vlog noch heute kommen soll, werde ich das an dieser Stelle schon beenden. Ich werde jetzt noch ein bisschen Seven Deadly Sins weiter gucken, das schaue ich zurzeit, jetzt habe ich nur angefangen gestern. Und ansonsten tut mir der Arsch echt weh und auch der Rücken. Hab mich vorhin schon ein bisschen entspannt, aber es hilft einfach nichts. Dieser Stuhl ist so unbequem, es ist einfach unfassbar. Ich habe mich auch schon darum gekümmert, wenn ich den nicht von euch bekomme, was ja okay ist, muss ja keiner machen. Ne? Also, wenn ich den jetzt nicht bekomme von euch geschenkt, müsst ihr ja nicht machen. Ne? Also es wäre natürlich absolute Superspitze. Und ich würde das wirklich feiern, wenn ihr das machen würdet. Ich würde vielleicht sogar zeigen, wie dankbar ich darüber bin. Aber womöglich, eventuell muss ich mal gucken. Ja, ob ich mir vielleicht mal selbst einen Stuhl kaufe. Also, vielleicht ist irgendwo in der Garage auch noch ein Ruderboot, in dem ich meine veritable Arschansammlung parken kann. Aber ja, das weiß ich noch nicht. Also wenn ihr mir diesen Stuhl da, den da, ja, kaufen könnte, das, ihr müsst nicht, nein, aber wenn, dann doch, solltet ihr schon machen, auf jeden Fall, und, aber, schaut mal nach. Das ist jetzt keine Zwang oder so, werde ich ihn mir auf jeden Fall für schauen, möglichst nächste Woche selbst holen, weil ich brauche dringend einen vernünftigen Stuhl. Dann danke ich euch fürs Zuschauen, ich hoffe, ihr seid im nächsten Stream wieder mit dabei, im nächsten Video und im nächsten Vlog. Bis dahin, euer Drache, und haut rein. Ich habe noch 20 Minuten, um das Video auf den Rechner zu ziehen, hochzuladen, zu bearbeiten vorher. Schauen wir mal, ob ich es schaffe. Tschüss, tschüss. Ja. Wahnsinn. Gut, also... verpasst. Hat man jetzt ja in dem Sinne nichts. Das war wieder... ja. Also, ne? Ja, qualitätstechnisch hat sich da jetzt nichts getan eigentlich. Er malt sich nur nicht mehr bunt an. Das ist jetzt alles, wurde ihm wohl auch zu anstrengend. Naja. Tja, ist wohl jetzt der Stand der Dinge. So, ja, also ich würde sagen, das nächste Klambuster ich raus. Jetzt die Tage eigentlich, weil es ist ein bisschen ruhiger mal, und dann kann ich mich hier wieder unserem Krokettensilo vom schaurigen Berge widmen. Und ich danke fürs Zusehen. Sayonara Matane und stay strong und stay stroh und Glühstrumpf und wisst ihr Bescheid. Ding und Schlägerei und genau. Munter bleiben. Bis zum nächsten Mal.